Die sozialen Medien sind ein wichtiger Teil unseres Alltags geworden. Viele von uns sind regelrecht süchtig danach. Wenn uns jemand unser Smartphone wegnimmt, können wir kaum noch funktionieren. Wir haben keine Zeit mehr für eine anständige Kommunikation. Wir sind in unseren Geräten gefangen. Für einen Muslim ist das kein schöner Zustand. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte uns, die Abhängigkeit von den Dingen dieser Dunya ist ein Fluch. Deshalb müssen wir mit unseren Geräten sehr bewusst umgehen. Wir können nicht einfach jederzeit und wie es uns gerade passt online gehen. Wir haben immer noch die Wahl, ob wir unsere Erfahrungen in den sozialen Medien auf eine Weise machen, die unsere guten Taten wachsen lässt oder unsere schlechten Taten vermehrt. Es liegt an uns. Ins Netz gegangen sind wir ja ohnehin. Wir sind schon in die Falle getappt. Ein Leben ohne das Smartphone scheint uns unmöglich. Wenn wir unser Smartphone benutzen, müssen wir uns zumindest bewusst sein, welch einen Einfluss es auf uns und auf andere hat. Darin befinden sich so viele Informationen, so viel Verdorbenes. Bevor wir online gehen, sollten wir zumindest Bismillah sagen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, Bismillah zu sagen, sollte uns dadurch einiges klar sein. Wir gehen mit der falschen Absicht ins Netz. Es ist nichts dabei, unsere Kontakte online zu pflegen, mit Freunden und Kollegen in Verbindung zu treten, entsprechende Programme zu nutzen. Aber wir müssen uns vergewissern, dass all unsere Handlungen im Netz halal sind. Wenn wir uns im Internet bewegen, dass sich unsere guten Taten vermehren, die wir am jüngsten Tag gut gebrauchen können. Wir sind im Monat Ramadan. In diesem Monat hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam noch mehr gute Taten gemacht als während der anderen Monate. Deswegen sind die Gelehrten der Meinung, dass dieser Monat eine größere Belohnung für gute Taten in sich birgt. Darum sollten wir im Ramadan mehr Zeit damit verbringen, islamische Seiten aufzurufen, unser Islamwissen zu vermehren und dieses Wissen mit unseren Geschwistern zu teilen. Es ist der Monat des Fastens. Wenn wir in anderen Bereichen unseres Lebens auf gewisse Dinge verzichten, Dinge, die an sich erlaubt sind, aber der Verzicht uns gegenüber dem Verbotenen bestärkt, so sollten wir auf Dinge verzichten, die uns gar keinen Nutzen bringen. Und unsere Zeit lieber in nützliche, gesegnete Dinge investieren, uns auf islamischen Webseiten aufhalten. So verhalten wir uns im Geiste des Ramadan. Denn im Ramadan geht es um das Verzichten, um das Stärken unseres Willens, dem Verbotenen zu widerstehen. Wir müssen damit sehr sorgsam umgehen, wie wir uns im Internet verhalten. Denn dieses Verhalten schwappt wie eine Welle über. Klick für Klick wächst sie an zu einem Tsunami, voller guter oder schlechter Taten. Etwas Kleines, das wir tun, verbreiten wir in den sozialen Medien an Tausende, Millionen andere. Dieser Klick auf einer Seite, die wir lieber nicht besucht hätten, wird mit anderen geteilt. Unsere Kontakte, Freunde, Mitmenschen werden dadurch beeinflusst. So viele Dinge geschehen dadurch im Hintergrund, durch die Algorithmen im Internet. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Wenn uns eine Sache noch so klein erscheint, kann sie sich mit Lichtgeschwindigkeit zu einem Tsunami entwickeln und am jüngsten Tag großes Verderben über uns bringen. Ebenso kann etwas Gutes, das wir gerade tun, uns am jüngsten Tag vor dem Feuer bewahren. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Nutzen wir diese Chance, uns in diesem gesegneten Monat auf die guten Dinge zu fokussieren. Das Internet auf eine Weise zu nutzen, die unser Konto mit guten Taten füllt, für uns selbst und für andere. Versuchen wir etwas Dawah zu üben, indem wir die Botschaft des Islam mit unseren Freunden teilen und sie dazu ermutigen, das Wort Allahs zu verbreiten und das Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Wir müssen diese Gelegenheit wahrnehmen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala im gesegneten Monat Ramadan gegeben hat, und uns mit dem Maximum an guten Taten anreichern, indem wir die sozialen Netzwerke in ihren verschiedenen Formen nutzen. Wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Anstrengung segnet, unsere Bewegung im Netz zu gesegneten Bewegungen macht und sie uns als gute Taten anrechnet.